Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier zur Pressekonferenz, offiziellen Pressekonferenz der Trainer nach der Begegnung Phoenix Hagen gegen Ulm. Ich darf ganz herzlich die Trainer begrüßen, Mike Taylor, Ingo Freier. Mike, nice to see you. Okay, your statement this match. Erst einmal Glückwunsch an Ingo und die Hagen-Mannschaft für den Sieg. Ich glaube, heute beide Mannschaften hat gute offensive Leistung. Ich glaube, für mich, ich war sehr zufrieden und glücklich mit unserer Transition-Verteidigung, unserer Verteidigung von der Dreier, Three-Point-Line und Defensive Rebounding. Ich glaube, der Unterschied im Spiel war von der Free-Throw-Line. Hagen hat 29 von 31 gemacht, so sehr gut konzentriert von Freiwürfen. Aber besonders für unsere Mannschaft, ich war sehr glücklich für Rocky Trice mit der Starkleistung. Und auch Per Gunther in der Homecoming-Game hier gegen Hagen hat ein paar gute Scenes. Aber am Ende, in der letzten Viertel, Hagen hat einen starken Lauf. Und wir haben ein paar Ballverlust und empty possessions. Und das war der Unterschied im Spiel. Ja, ganz herzlichen Dank, Mike. Ingo, bitte dein Statement zum Spiel. Ja, das war das schwere Spiel, was wir uns vorher schon, womit wir schon gerechnet haben. Wir konnten diesmal die schlechte Dreierquote kompensieren mit der sehr, sehr guten Freiwurfquote. Und das war tatsächlich am Ende ausschlaggebend. Wir hatten ein paar Szenen am Ende, wo wir auch nicht alles richtig gemacht haben, aber trotzdem hatten wir dann ein bisschen Glück mit dem Tip-In von Matt zum Beispiel. Und auf der anderen Seite mussten sie dann natürlich schnell faulen und dass wir uns dann tatsächlich so gut konzentrieren können, dass wir so eine überragende Wurfquote von der Freiwurflinie dann am Ende des Spiels treffen, also Hut ab. Und wir sehen auch von 2 von 17 Dreiern, wir sind normal eine recht gute Dreiermannschaft, von der Prozentzahl auch, nicht nur, dass wir die meisten Würfe nehmen, sondern auch sehr hochprozentig. Und wir können trotzdem im Spiel bleiben und trotzdem am Ende sogar gewinnen. Und kleines Lob an Matt Terrillica, der wirklich heute sehr, sehr gut gefightet hat, gut gekämpft hat, viele Rebounds geholt hat und uns sehr, sehr viel gegeben hat am Ende. Und deswegen hat er auch zu Recht am Ende dann auf dem Feld gestanden als Fünfer. Danke, Ingo. So, Fragen Ihrerseits an die beiden Trainer. Bitte schön. Mike, hat dir in der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen der Wille und das Durchsetzungsvermögen gefehlt? Es gab nur einen einzigen Ulmer, der an die Freiwurflinie gegangen ist. Das war John Bryant. Das ist eine gute Frage. One free throw in the first half. So we had some discussions with the Schiedsrichter in Halbzeit. When you look at the Freiwurf quote, I think it was 10-1 at halftime. And we talked about our players. We coached them, go strong to the basket, you know, make strong plays in the lane. We missed some easy finishes, but that's the way the game was officiated. Okay, weitere Fragen? Ja, Ingo, vorher war unglaublich, dass Magdalos spielen konnte, weil er nicht trainiert hat auch, das Muskelfaser oder das der Prellung wegen. Nur man merkte, man ist ihm heute nicht an. Im Gegenteil, er hat euch eigentlich, als ihr aktiv wart, war er der euch eigentlich rangebracht hat, ne? Auch mit seinem Tempo, mit seinem. Ich weiß auch nicht, wie schnell da die Genesung kam, aber gestern konnte er nicht trainieren. Er hat gehumpelt und unglaublich, heute dann beim Shootaround sagte er, auch Coach, ich versuche, ich glaube, es geht. Und selbst da habe ich nur mit 60-70% gerechnet, dass er heute hier ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert hat und sehr wichtig für uns war und auch dann zu Recht 30 Minuten gespielt hat, hätte ich nie für möglich gehalten. Und ohne ihn wäre es bestimmt ein ganzes Stückchen schwieriger geworden. Danke, Ingo. Weitere Fragen, bitte. Ingo, vielleicht ein Wort zu unseren Centern. Das waren schon relativ würdige Duelle heute. Im Grunde hast du die ganze Kette durchgefahren gegen John Bryan. Wie zufrieden bist du? Du hast schnell gewechselt, Storch schnell runtergenommen. Wie zufrieden warst du damit? Ich war schon zufrieden, weil wir taktisch sehr viel umgesetzt haben. Ich wollte am Anfang Storch auf alle Fälle mit seiner Technik für 2,10 Meter ihn gegen Bryant 1 gegen 1 von oben spielen lassen. Das haben wir ein paar Mal gemacht und er hat ein paar Fouls gezogen. Wir wollten natürlich Bryant attackieren auch und sehr, sehr physisch spielen und immer raushalten aus der Zone.
Und da kann ich keinen Center 10 Minuten das gleiche Spiel spielen lassen, sondern deswegen habe ich viel rotiert und mit 3 Fünfern sozusagen gespielt, mit Storch, mit Eddie und mit Matt. Und gut, er kriegt immer seine Rebounds, hat auch heute 4 Rebounds geholt, aber ich fand, wir haben das trotzdem insgesamt sehr, sehr gut gemacht. Er kann noch dominanter spielen. Danke, Ingo. Weitere Fragen? Dan Fitzgerald hat gerade mal einen Dreier geschossen. Den hat er, der ging auch nicht rein. Im Vergleich zu den vergangenen Spielen sehr, sehr wenig. War das eine taktische Sache oder war das der Defensive geschuldet? Das war stark Verteidigung von Hagen. Hagen hat unser Spiel analysiert und hat gedacht, hey, Dan's a pretty good shooter. So, hat notiert und stark verteidigt. So einfach ist das, ja. Gut, weitere Fragen? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann darf ich die offizielle Pressekonferenz beenden. Okay, nice to see you next year. Eh? A good way back. Eh? Okay.